Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 11. März 2015. Mein Name ist Norbert Giso. Eine Sache möchte ich gerne versuchen klarzustellen, nämlich dass meiner Meinung nach die Astrologie nicht die Dinge bewirkt, also es passiert nicht irgendetwas, weil Mars hier steht, sondern etwas passiert und Mars steht dort. Wir können also beispielsweise ablesen daran, was passiert, aber es wird nicht dadurch bewirkt. So wie wir sagen können, die Sonne geht um 6.30 Uhr auf, aber dass es 6.30 Uhr ist, bewirkt ja nicht, dass die Sonne aufgeht, sondern wir haben das irgendwann einmal so eingeteilt, wir haben es so geeicht auch. Nicht so, dass im Grunde eine gewisse Angst oder eine Projektion auf bestimmte astrologische Konstellationen im Grunde verfehlt ist, so von wegen, wenn die Konstellation erstmal vorbei ist, dann geht es mir wieder gut, sondern letztlich ist auch das ein Wegschieben unserer Verantwortung. In gewisser Weise sind wir nämlich für die Dinge in unserem Leben selbst verantwortlich. Auch wenn wir natürlich manche Ursachen für bestimmte Wirkungen, die wir erfahren, nicht mehr erkennen können, da diese Ursachen entweder im Unbewussten liegen oder karmische Ursachen sind, nichtsdestotrotz sind wir für das, was wir erleben und wie wir darauf reagieren, selbst verantwortlich. Wir leben, wie ich es ja oft schon gesagt habe, in wirklich kritischen, aufregenden, herausfordernden Zeiten, die sich eben astrologisch an dem Quadrat von Uranus und Pluto ablesen lassen. Dieses Quadrat zeigt eben die Krisen unserer Zeit, zeigt eben den Kampf gegen die Schatten, zeigt den Kampf gegen Ungerechtigkeit und zeigt eben auch, dass diese Spannungen sich eben auch manifestieren können in der Welt, in der Gesellschaft, aber auch in uns. Heute am Mittwoch, dem 11. März, ist astrologisch gesehen schon ein besonderer Tag, weil eben der Mars heute genau dieses Quadrat aktiviert. Das heißt, heute um 17.07 Uhr steht Mars direkt auf Uranus. Mars-Uranus ist eine Konstellation, in der es, wie ich gestern schon sagte, zu Übersprungshandlungen kommen kann. Wir haben unsere Energien halt nicht so im Griff. Da möchte etwas aufsteigen, sich befreien, sich lösen. Da möchte im Grunde der Vogel die Eihülle zerpicken. Und deswegen müssen wir aufpassen mit dem, was wir tun und mit dem, was wir sagen. Denn schnell kann ein Streit aus Nichtigkeiten entstehen, der sich nicht so schnell wieder beschwichtigen lässt. Oder wenn wir halt zu schnell mit dem Auto fahren, können wir Dinge verursachen, die wir nicht verursacht haben wollen. Es gilt also heute sehr achtsam zu sein, auf unsere Energien genau zu schauen und vielleicht erstmal 10-mal durchzuatmen, bevor wir etwas tun. Andererseits ist natürlich genau die Aufgabe von Mars Uranus, uns zu befreien, also im Grunde genau darauf zu schauen, was kann ich tun, um aus für mich beengten Zuständen oder Umständen herauszukommen. Und diese beengten Zu- oder Umstände zeigen sich eben symbolisch am Pluto, dem Gott der Unterwelt. Und nachdem Mars über Uranus rüber ist, wird er heute Abend, heute Nacht um kurz nach 11:30 im Quadrat zu Pluto stehen. Ein Aspekt, der sehr viel zu tun hat mit Machtgeschichten, mit Unterdrückung, mit Tabuthemen. Und es ist gut möglich, dass heute oder in diesen Tagen noch mehr tabuisierte Themen, ich will sie hier nicht alle nennen, ihr kennt sie auch alle selber, dass noch mehr dieser Themen ans Tageslicht kommen, dass wir uns damit zu beschäftigen haben, mit den Dingen, die wir gerne sonst in den Keller unseres Unbewussten verbannt haben. Und vielleicht gilt es auch für uns als Gesellschaft, wirklich einmal Themen wie Alter, Krankheit, Tod etc. Nicht irgendwie aus unserem Bewusstsein und aus unserem Sichtfeld zu verbannen, sondern uns mit diesen Tatsachen des Lebens wirklich auch auseinanderzusetzen. Denn eine bewusste Auseinandersetzung mit bestimmten Themen erübrigt es oftmals, dass wir diese Themen halt dann passiv am eigenen Leib erfahren müssen. Also so gesehen hier heute schon ein besonderer Tag, ein energetisch besonderer Tag, und es macht durchaus Sinn, eben auf diesen Tag und die Ereignisse, die uns an diesem Tag begegnen, genau zu schauen. Dadurch können wir eben auch etwas über uns und unsere Strukturen erkennen. Passenderweise läuft auch heute noch der Mond durch den Skorpion, sorgt also für den emotionalen Tiefgang dazu, bringt uns so ohnehin in Kontakt mit vielleicht auch Gefühlswelten,
Emotionen oder Glaubensvorstellungen, fixen Vorstellungen, die wir in uns verbannt haben, die uns im Grunde daran hindern, frei zu sein. Auch hier können wir sehr gut darauf schauen. Der Mond wird übrigens dann in der Nacht zum Donnerstag um 0:31 in den Schützen wechseln und wird dann morgen früh über Saturn laufen. Übrigens dann am Freitag wird Merkur, wir sehen hier Merkur inzwischen schon im 28. Grad des Wassermanns. Er liefert uns eben immer auch die brillanten Gedanken dazu, wenn man so will. Merkur wird am Freitag in die Fische wechseln. Also auch das Denken wird emotionaler dann und ruhiger, könnte man auch sagen. Und am Samstag wird dann Saturn rückläufig. Das heißt, wir haben hier dann einen gewissen Höhepunkt dieser Konstellation erreichen wir heute. Und dann werden sich die Energien auch wieder wandeln. Und wie sie sich wandeln werden, das bespreche ich dann morgen beim Tageshoroskop. Wünsche uns allen einen interessanten Mittwoch. Und ich sage erstmal Tschüss, bis morgen.